Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Coral Island. Ach ja, Bodhi sieht heute glücklich aus. Wir müssen uns ja täglich um ihn kümmern. Ich bin gespannt, wie heute das Wetter aussieht. Ja, okay. Schön. Toll. Aber wir haben Post bekommen. Dringend, ich möchte Frank sein Lieblingsessen machen. Spiegelei, würdest du mir Eier verkaufen? Ich bin in der Nähe. Vielen Dank, Erika. Ich weiß nicht, wer Erika ist, aber... Ich habe auch leider keine Eier. Doof. So. Aber ich sehe, wir können eine Menge ernten. Ich glaube, im Herbst da müssen wir gucken, dass wir vielleicht auch was ansehen. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht so übertrieben viel. Was haben wir denn heute, den 20. Sommer? Ja, der Herbst steht bald vor der Tür. Wenn ich so bedenke, ne, dass wir schon fast Oktober haben, ne? Eieiei, also jetzt wirklich, in Wirklichkeit, nicht in dem Spiel. Hi, das Jahr verging auch wieder rum wie sonst was. Oh, diese Musik, ne? So. So, ganz viele Heidelbeeren. Und was war eigentlich noch? Mussten wir eigentlich noch irgendwas hiervon spenden? Bei dem Dings. Warte mal, bei dem... Ach, wie heißt das Ding? Ich vergesse den Namen immer, ne? Von dem Tempel? War das? Ist das schon ein Tempel? Naja, gut. Können wir ja mal gucken. Ganz gerne. Warte mal. Erst einmal würde ich einmal zum... Ja, Seetempel. Heißt doch Tempel, das Ding. Einmal zum Seetempel reisen. So. Nein, das war nicht das, was ich gucken wollte. Ich wollte... Ach, Sommer haben wir schon fertig. Ah, okay. Nee, dann ist ja auch alles gut. Was ist das? Königsmuschel, Meersalz. Grüner Segel. Ja, ich habe leider nur den schwarzen Segel. Tut mir leid. Miesmuschel, amerikanische Auster. Wir haben nur die pazifische Auster. Königsmuschel haben wir leider auch nicht. Meersalz, okay. Ich frage mich, was passiert, wenn einer von den Altaren dann fertig ist, ne? So. Ich gehe mal hier hin zum Taucherpier. Ich würde so gerne einen Schnellreisepunkt direkt am Museum haben wollen. Aber leider gibt es da keinen. Weil wir reisen ja doch öfters mal zum Museum. Außerdem müssen wir ja auch unserem guten Kumpel eine Kleinigkeit spenden, immer regelmäßig, ne? Damit wir so ein bisschen anbandeln. Aber wir haben hier nichts zum Spenden. Ach, hey, Mini. Egal. Wir gehen einmal zu Starlet Town. Heute ist Samstag. Oh, wieso leckt das denn so? Manchmal weiß ich auch nicht, ne? So, haben wir... Ach, guck mal hier, die Leuchtqualle können wir spenden. Das war's dann aber auch schon wieder. Okay. Wir können auf jeden Fall, hier oben, warte. Hier haben wir noch ein paar... Da. Ja, ja, vier Truhen haben wir auf jeden Fall, die wir da irgendwie öffnen lassen können. Das klingt doch nach einem Plan. Wenn er heute überhaupt aufhört, hat er. Sehr gut, ist open. Und wie gesagt, jemand hat geschrieben in den Kommentaren, ich soll doch häufiger mal Müll wühlen. Gut, dann machen wir das doch einfach mal, ne, würde ich sagen. So, guten Tag. Also, öffnen bitte. Okay, öffnen bitte. Okay. Und öffnen bitte. Und öffnen bitte. Danke. Das war's fürs Erste. Eigentlich müssten wir auch langsam mal unsere
Werkzeuge verbessern lassen. Aber guck mal, da oben ist auch nochmal so ein Schnellreisepunkt. Ach man, warum funktionieren die alle nicht? Untersuchen. Ein Hydrant. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein Hydrant. Das Spiel hat recht. Damit habe ich trotzdem nicht gerechnet. Didi. Didi. Gegenstände spenden. Zack und zack. Das haben wir schon gespendet. Genauso wie das hier. Das heißt, dann haben wir das zum Verschenken. Ein schicker Ohrring. Ist er da? Arbeitet er gerade? Sag mal, der ist nie da, ne? Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Wo ist er denn schon wieder? Wie heißt... Und ich habe auch schon wieder seinen Namen vergessen. Naja, es ist die große Liebe, die noch nichts davon weiß, dass es unsere große Liebe sein wird, aber wir wissen es ganz genau. Da ist er doch, Scott. Scott, so heißt er, ja genau. Na, hoffentlich ist bald das Museum ausgebaut, ne? Das wäre ganz cool. Hibiskus. Jetzt ist Gott doch nicht hier oben mit bei, oder? Nein. Okay, sehr gut. So, wir müssen irgendwie runter zum Strand kommen. Ich glaube, da lang geht's runter zum Strand, oder? Das sieht relativ gut aus. So, also hier spielen die gerade Volleyball. Da! Ach, hallo. Kreidebleich. Wir haben es geschafft, Juna. Wusste ich es doch, dass diese Kampagne von Beginn an einschlagen wird. Juhu! Ich hab da... Als ich jung war, bin ich mit meinem Vater immer zum Angeln gegangen. An Wochenenden sind wir früh aufgestanden, schon um 4 Uhr. Okay. Ich habe diese Woche schon 2 Geschenke vorbeigebracht. Ich will nicht lästig sein. Doch! Ich will lästig sein. Lass mich lästig sein, Juna. Er muss doch auch wissen, dass wir es ernst meinen. Muschelschale. Oh, cool. So, und jetzt haben wir halt leider keinen Platz mehr im Inventar gleich, ne? Mhm. Das heißt, wir müssen gleich unbedingt Dinge verkaufen. Dafür würde ich aber ganz gerne... Na, können wir das noch... Ja, okay. Inventar ist leider viel zu voll. Wir brauchen mehr Platz im Inventar. Und wie riesig ist diese Muschel? Heieieiei. So, ab zur Farm, zack, zurück. Guten Tag. Na, Bodhi, die können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen, genauso wie das, das, das und das. Die beiden Sachen würde ich gerne verschenken. Das und das, das und das und das und das. Und ich glaube, das war's. So, hier müssen wir noch reinpacken, das und das. Wie viel bräuchten wir von den... Warte mal, wo ist denn hier der kleine Rasensprenkler? Da. Schrott, Silberner Seetank, 5 Stück, ne? Ah, das ist echt eine Menge, so. Das ist ja jetzt doof. Stadtbewertung. Ja, das haben wir schon gesehen. Okay, ich würde sagen, wir gießen das jetzt einmal hier. Nee, da. Kann sich nur um Stunden handeln. Ach, Bodhi, was ist los? Ist dir langweilig? Wo willst du hin? Hund? Ja, wollte gerade sagen. Jetzt müssen wir dir hier einen Zwinger bauen. Nein, das würde ich nicht machen. So.
So. Zack. Oh, was? Ich erschrecke mich immer vor diesem Geräusch, ne? Ich weiß nicht, warum. Ich bin dann so tief vertieft hier im Gießen. So, zack. Und dann klappert das so komisch. Und dann denke ich immer, da was? Ach ja, da war ja was. Wir müssen doch irgendwann mal Wasser nach. So, sehr schön. Zack. Das braucht so viel Zeit und vor allem auch Energie, ne? In den Kommentaren wurde auch schon geschrieben, dass das Spiel es wohl darauf anlegt, dass man Sprinkler baut. Glaube ich tatsächlich auch, weil man die Sprinkler ja auch aufrüsten kann. Also man kann denen irgendwie solche Zusätze hinzufügen, wie dass das automatisch gedüngt wird, dass es automatisch geerntet wird, wenn das dann so reif ist und so. Ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Seetang. Ja, was denn, Buddy? Er sieht heute glücklich aus. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Energie über. Ich denke mal, in der Zeit wollen wir vielleicht hier Ahornsamen. Ach ja, das müssen wir auch sammeln, ne? Stimmt. Und wir sollten auch noch Gras sammeln. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Haben wir ja schon mal mit angefangen. Dann aber leider nicht zu Ende geführt. Weil das Gras ja leider im Winter eingeht. Ich meine, das ist ja kein Problem. Wir können ja auch ein bisschen Gras ernten hier. So. Na, gucke mal an. Jetzt haben wir eine Menge Heu. Ich hätte auch gerne Hühner oder sowas, ne? Aber das können wir leider noch nicht machen. Naja, gut. Bäume können wir immer noch im Winter fällen, zur äußersten Not. Wenn das Gras natürlich dann verschwunden ist, ist schon ärgerlich, ne? Ach ja, das wäre natürlich nicht so gut, das stimmt. ...73 Energie. Ich dünne das erstmal nur so ein bisschen aus. Dass man hier schon mal so das bisschen das Nötigste geerntet hat. Zack. Und ab übermorgen können wir wieder neue Geschenke verteilen. Da können wir unsere Beziehung weiter aufbauen. So. Heu. Heu. So. Ich würde jetzt ganz gerne das hier reinpacken. Die Ahornsamen. Ansonsten ist das alles eher etwas für diese Kiste hier. So. Gras. Heu. Ach nee, die sehen wir rein, gehören drüben rein. Hier drüben. Zack. So. Und da würde ich sagen, geht's ab ins Bett. Bodhi ist auch schon im Bett. Kann ich den anmachen? Anscheinend nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall mal eine Runde schlafen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Geld gemacht. Die Heidelbeeren haben ordentlich Geld reingehauen. Ja, das auch. Aber nicht so doll. Tauchen, ja, kann man auch machen. So, und hoffentlich regnet das heute. Lass es heute regnen. Na? Es hört sich nicht wie Regen an. $15.000 haben wir heute. Das ist doch mal was. Och, Brody, was ist denn los? Jetzt siehst du wieder glücklich aus. Er sieht aus wie ein kleiner Löwe, so ein bisschen, ne? So. Na, leider hat uns das Feld auch nicht den Gefallen getan.
gedüngt zu bleiben, aber Juna, glaub's immer noch nicht. Die Leute spenden immer weiter. Millie und ich haben darüber gesprochen und wir wollen beide die Unterstützer ehren. Mauern mit den Namen aller, die gespendet haben. Und Statuen für die, von denen wir höhere Spenden erhalten haben. Alle in einem neuen Raum für das Museum. Wir nennen es Halle der Gründer. Es soll eine prachtvolle Erinnerung an die Leute werden, die uns geholfen haben, so weit zu kommen. Es ist so aufregend, Juna. Scott. Okay. So, wir haben ja zum Glück nur noch hier dieses Feldchen. Bodhi kommt uns auch ins Besuchen hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da haben wir, glaube ich, schon gegossen, aber bevor ich mich gleich wieder erschrecke, zack, einmal kurz einsammeln. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, vier. So. Eins und zwei. Einmal ernten noch mal kurz zwischendrin, wo wir doch gerade dabei sind. So. Na. So, so, so. So. Gießkanne schnell auffüllen. Wobei eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr so wirklich, die Gießkanne aufzufüllen. Da oben ist ja nur noch die paar Chilis oder sind noch die paar Chilis. Aber na gut. So, wir haben jetzt hier noch eine Blaubeere, die wir spenden müssen. Zack. Dann füllen wir noch mal kurz die Gießkanne auf. Und dann würde ich sagen, was stellen wir heute an? Gehen wir noch mal ein bisschen angeln vielleicht? Aber dann würde ich ganz gerne unten am Meer angeln gehen, oder? Was haben wir denn noch so für Möglichkeiten? Wir könnten natürlich noch oben am Dings angeln. Aber wir sind ja hier schon auf dem direkten Weg zum Meer. Ich sehe es ja schon. Da ist ein Wurmi. Kennen wir dich eigentlich? Ein Haustier zu adoptieren ist so eine gute Tat, Schätzchen. Sie bereichern dein Leben auf unbeschreibliche Weise. Ja, das stimmt. Bodhi ist auch ein ganz entspanntes Haustier. Das sieht aus, als wenn es hier bald eine Dings gibt, eine Ballonfahrt. So, ich würde sagen, wir können... Da stimmt, da war auch ein Dingspunkt. Genau, von hier aus wollte ich nämlich angeln, glaube ich, ganz gerne. Von hier eventuell? Ja, ich glaube, das ist gut, von hier aus zu angeln. Vielleicht finden wir ja neue Fische, so ein paar. Ich meine, im Angeln bin ich hier echt schlecht drin, aber... Okay, der ist tatsächlich ein bisschen... komplizierter, der Fisch. Oh, ernsthaft? Komm her, Fisch. Fischilein, wo bist du nur? Fischiklein, was tust du nur? Das ist Müll? Ha.
Ja, ein Flugblatt, super. Das brauchen wir nicht. Gut, reinigt natürlich das Meer, hast recht, aber... Das ist kein Flugblatt. Kein Müll. Zack. Eine Krabbe. Ach, Herr Jemini. Die haben wir noch gar nicht gefangen, ne? Ich glaube, eine Krabbe hatten wir noch gar nicht. Das ist wieder was Neues fürs Museum. Sehr schön. Ja, beim Museum haben wir, glaube ich, bald die Artefakte haben wir alle gefangen. Oder gesammelt. Nur den ganzen Kram hier irgendwie nicht. Also Fische und Insekten. Insekten sind auch so kompliziert. Also nicht kompliziert, aber die sind hier echt ein bisschen doof zu fangen, muss ich ehrlich gestehen. Was ist das, noch eine kleine Krabby? Ja. Eine Krabbe. Den ersten Fisch hätte ich gerne nochmal. Wer weiß, was es ist? Ich weiß es nicht, aber... Das ist auch wieder Müll. Zack. Noch ein Flugblatt. Oh, so nah haben wir eigentlich noch nie gemacht, ne? Gibt es da auch Fische, die kommen? Andere Fische vielleicht? Wir haben immer nur weiter weg gemacht, ne? Das ist aber, glaube ich, auch wieder eine Krabbe. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier finden wir irgendwie nur Krabben, wa? Egal, wie nah oder wie fern man angelt. Hier gibt es nur Krabben. Okay. Müll. Das ist ja doof. Kann ich hier hinten irgendwie noch besser angeln? Kann ich vielleicht hier angeln? Jetzt mal so ganz doof. Oh, das geht tatsächlich. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich... Da vorne ist auch irgendwie ein Steg. Das ist anscheinend nur Müll. Toll. Da kommen wir nicht hin. Aber da ist auf jeden Fall irgendwie ein Steg. Ha. Okay. So. Da kommt schon wieder ein Fischi. Ja, auch das ist schon wieder Müll. Doof. Nee. Vielleicht können wir das von hier aus sehen. Da oben, gucke mal. Das ist das, was wir gesehen haben. Da kommen wir aber noch nicht hin. Oder? Aber vielleicht können wir da oben an dem Baum angeln. Das wäre ja auch mal eine Idee, oder? Und da vorne. War das? Da. Da ist irgendwie ein kleines Tierchen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefangen. Diesen regenbogenfarbenen Käfer. Soldatenkäfer. Ich meine, den hatten wir noch nicht. Bin mir nicht zu 100%ig sicher, aber... Was steht da? Heiliger Bereich. Ja, toll. Können wir hier angeln, so am heiligen Bereich? Gibt es hier auch schönere Fische? Weil der Bereich ja heilig ist, eventuell deswegen. Auf jeden Fall gibt es Fische. Oder Müll, je nachdem. Oh nein, das ist ein Fisch. Nein, lass sie dich fallen.
So. Irgendwie hört sich der Baum sehr bedrohlich an. Aber dieser Fisch ist auch gar nicht so einfach zu fangen. Hoppala, was auch immer gerade passiert ist. Es kommt jetzt auf jeden Fall die gute Nachtmusik. Oh, ein Red Snapper. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Zack. Das klingt doch nach was Gutem. Das heißt, das können wir spenden. Sehr schön. Da vorne ist noch ein kleines Blümchen, das nehmen wir doch mit. Ein Schmuckkörbchen. Das nehmen wir auch mit, wenn wir schon dabei sind. So. Da vorne ist wieder eine Mülltonne, die man leeren kann. Man bekommt ein bisschen Müll. Und hier würde ich sagen, also die Krabbe können wir auf jeden Fall spenden. Genau. Und auch den Red Snapper. Na, das hört sich doch gut an. So. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal nach Hause. Ich weiß nicht, ob es später vielleicht auch bessere Angeln gibt. Das wäre ganz gut. Und warum ist das nicht gewässert? Was habe ich denn da gesehen? So, verkaufen. Ach komm, den verkaufen wir auch. Verkaufen. Haben wir den doch schon gefangen? Verkaufen. Verkaufen. Dann brauchen wir die ganzen Plakate. Und ich habe kein einziges mehr. So, geh zu Bett. Das klingt doch nach einem Plan. Kleiner Fischköder. Na. Wir haben auf jeden Fall mehr Gesundheit und mehr Ausdauer bekommen. Nicht sehr viel Geld. Ja, so eine Krabbe bringt 70, auch nicht schlecht. Anderes? Ja. Hm. Wird gespeichert. Ein bisschen Geld haben wir dazu bekommen. Oh, schade. Und ich dachte ja, es bleibt heute mal gewässert. Aber nein, leider nicht. Hm. Schade aber auch. Hoppala. Zack und zack. Und einmal zurück. Es ist Montag, sehe ich gerade. Ach, Bodi. Ja, wir haben dich heute noch nicht gestreichelt. Tut mir ja leid. Ach, dieser kleine, empfindliche Hund. Oh je. Haben wir ihn noch nicht gestreichelt. Bei Stardew Valley war das nachher, glaube ich, so, dass der Hund relativ uninteressant war. Ne? Er war zwar da, aber ja, man konnte ihn auch anklicken, man konnte ihm auch Wasser geben, aber das war's, ne? So. So. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Oh nein, immer noch kein Wasser. Oder schon wieder kein Wasser. So. Zack, zack, zack. So. Ach
Achso, warte mal, hier oben haben wir ja noch die Maiskölbchen. Genau, und hier die Chilis. Die müssen auch auf jeden Fall noch gegossen werden. So, Bodhi. Was machen wir jetzt? Kommst du mit in die Stadt? Ich glaube nicht. Dann gehen wir halt alleine. Wenn keiner mitkommen möchte. So. Aber wie gesagt, so ein paar Kühe oder Hühner oder so hätte ich ganz gerne noch. Ich weiß ja noch nicht, ob wir das Spiel nächste Woche auch noch weiterspielen. Vielleicht... Ah, ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht sollten wir uns zum Ziel setzen, tatsächlich... warte mal, wann ist das? Am 27. Okay. Vielleicht sollten wir uns zum Ziel setzen, tatsächlich... Hühner oder so uns anzuschaffen. So, wo ist er denn? Wir haben hier noch ein paar Geschenke, die wir gerne loswerden würden. Aber ich denke, die werden wir hier nicht los. Nein, natürlich nicht. Ach, solch ein Mist. Na gut. Dann werden wir uns jetzt auf die Suche begeben. Nach Scott. Aber das machen wir nächste Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Und ich sage tschüss.